Freude bei den Handballern des SC DHFK Leipzig. Die Grün-Weißen haben am vergangenen Wochenende die ersten beiden Pokalspiele der Saison gewonnen und stehen damit bereits im Achtelfinale des DHB-Pokals. Mit einem souveränen 40-27-Sieg am Samstag gegen den TSV Altenholz legte das Team von Trainer André Haber den Grundstein. Am Sonntag folgte die zweite Partie gegen den Gastgeber, die HSG Nordhorn. Gegen den Aufsteiger begannen die Leipziger hochkonzentriert und konnten nach 20 Minuten bereits mit 12-4 Toren vorne liegen. Die Leipziger agierten überlegen und ließen dem Aufsteiger auch im weiteren Verlauf des Spiels kaum eine Chance. Neben einem starken Joel Birlehm konnte unter anderem der wiedergenesene Patrick Wiesmach auf sich aufmerksam machen, der 10 Treffer zum Sieg beisteuern konnte. Ja klar, wir wussten, dass heute war eine andere Aufgabe als gestern. Aber ich finde auch, wir waren richtig gut vorbereitet und jeder macht seine Stärke, speziell erste Halbzeit. Trainer André Haber zeigte sich selbstverständlich zufrieden über die zwei derart souveränen Vorstellungen seiner Truppe. Ja, jetzt haben wir eine Trainingswoche, wo wir uns da richtig gut vorbereiten müssen und gegen die Füchse ein sehr gutes Spiel brauchen, weil das ein sehr starker Gegner ist. Ich freue mich riesig auf die Arena, ich freue mich riesig drauf, dass hoffentlich 4.000, 5.000 Leute kommen und von daher alle in die Halle, das wird eine coole Nummer. Die Grün-Weißen hoffen nun natürlich bei der Auslosung auf ein attraktives Heimlos. Zunächst gilt die Konzentration aber natürlich dem kommenden Sonntag, wenn es zur Saisonpremiere gegen die Füchse Berlin in der heimischen Arena geht.